Dann würde ich sagen, ziehen wir es doch gar nicht unnötig in die Länge. Und dann darf ich euch an der Stelle recht herzlich im Audi Sportpark begrüßen zu unserer allerersten Pressekonferenz mit Sabrina Wittmann, die unsere neue Cheftrainerin ist, interimsweise. Neben mir hat sie auch schon Platz genommen zu meiner linken Seite. Und natürlich darf ich auch noch Ivo Krilic begrüßen, unseren Sportdirektor. Und Ivo, ich würde auch gleich direkt bei dir bleiben. Vielleicht kannst du uns mal dahingehend mitnehmen, wie die Entscheidung denn kam, dass Michael Köllner von seinen Aufgaben entbunden worden ist. Ja, und wie Sabrina Wittmann dann ins Boot geholt worden ist seitens sportlicher Leitung. Erst einmal guten Morgen zusammen. Wie war es? Natürlich war es oder war die Entscheidung schon sehr, sehr schwer. Und wir hatten natürlich eine sehr gute Hinrunde mit Platz 4 abgeschlossen, haben uns natürlich gewisse Dinge auch für uns intern vorgenommen. Und leider ist das Jahr 2024 nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Mit sehr vielen Tiefen, einige Höhen, aber da hat uns ein bisschen die Weiterentwicklung gefehlt. Ein Stück weit war da so eine Stagnation vorhanden und wir haben natürlich auch mit Michael offene Gespräche gehabt, eine gute Analyse und ich glaube ganz einfach, wenn man dann eben zum Ergebnis kommt, glaube ich, hat es einfach auch Michael Köllner dann verdient, dass er dann die Entscheidung auch sofort von uns erfährt und haben uns dann natürlich für den Schritt dann auch entschieden, es eben sofort zu beenden. Natürlich kam dann immer die Frage, warum dann sofort? Ich glaube einfach, wir hatten uns ja auch für das Jahr 2024 eben auch vorgenommen, dass wir unser Gesicht weiterhin wie in der Hinrunde zeigen wollten. Und von daher haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt noch 4 Spiele, 3 in der Liga, das Pokalspiel und wollten halt mit einer positiven Energie eben in die neue Saison gehen. Und darum haben wir uns dann eben auch dann für Sabrina Wittmann entschieden. Und von der wir sehr, also zu 100% überzeugt sind. Und ich glaube, Sabrina wird ja dann später erzählen, wie es dann war, wann wir sie angerufen haben, wie die Gespräche verlaufen sind. Und das zum Ablauf. Genau, perfekte Überleitung. Ich durfte dich ja gestern begleiten, Sabrina. Ging dann doch alles Schlag auf Schlag. Ivo hat schon ein bisschen durchblicken lassen. Du hast dann einen Anruf bekommen. Vielleicht kannst du mal berichten, wie denn das alles so vonstatten ging. Ja, also zuallererst mal verzeiht mir, ich stand schon etliche Male auf dem Trainingsplatz, aber wie man wahrscheinlich gesehen hat, als ich mich zuerst hier hingesetzt habe, das ist jetzt alles ein bisschen neu für mich. So war der gestrige Tag auch. Also ich habe relativ spät am Vortag erfahren, dass es eventuell passieren könnte. Und dann gehen natürlich da etliche Gedanken durch den Kopf über die Nacht hinweg. Ich würde sagen, dass es sicherlich nicht die erholsamste Nacht war. Und dann relativ früh am Donnerstag zu erfahren, dass das jetzt tatsächlich passiert. Das heißt, es war gestern total aufregend, ein Wechselbad der Gefühle, aber in allem ein unfassbar schöner Tag. Gut, das wäre es jetzt auch meinerseits gewesen, was die ersten Fragen anbelangt. Ich bin mir sicher, ihr habt da die eine oder andere vorbereitet und dann würde ich auch direkt die Fragerunde für eröffnet erklären. Wer macht den Anfang? Gottfried Sterner vom Donaukurier startet. Marvin, du bist gefragt. Schlängel dich mal durch. Dankeschön. Ja, Sabrina, wir saßen ja vor ein paar Wochen noch zusammen und haben über die A-Junioren gesprochen. Mit deiner Begeisterung hat man dann schon gemerkt, dass du dich da sehr wohl fühlst. Hast auch gesagt, du siehst dich weiter im Männerfußball. Hast du damals schon ein bisschen geahnt, dass das so schnell gehen könnte? Naja, also ich glaube, dass es nichts Unbekanntes ist, dass es im Fußball generell sehr schnell gehen kann. Aber ich glaube, dass du hoffentlich auch gemerkt hast, dass es jetzt nicht in dem Moment meine oberste Priorität war, weil ich mich zweifelsohne total wohl gefühlt habe oder fühle in der A-Jugend. Und es war auch gestern so, dass ich nach dem Training direkt nochmal zu meinen Jungs bin, weil wir natürlich auch eine unfassbar schöne Zeit dieses Jahr hatten. Aber nein, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es jetzt 2 Wochen später dazu kommt, dass ich hier sitze. Aber ich nehme es auch gerne so mit, wie es jetzt ist. Kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen den gestrigen Tag schildern? Und du sagst ja schon, es war sehr aufregend. Vielleicht kannst du mal von früh bis spät durchgehen. Ja, ich bin dann gegen 9:30 ins Büro gekommen und habe dann erstmal einen Ablaufplan bekommen. Den Ablaufplan normalerweise, der hält sich in der A-Jugend so ein bisschen in Grenzen im Vergleich zu dem gestrigen. Also auch
Gespräche mit Ivo und Didi dann final, dann natürlich mit dem Staff, also wir kennen uns, wir haben ja auch schon sehr eng zusammengearbeitet die letzten Monate und Jahre, das heißt, da hat es jetzt nicht viel Anpassung gebraucht, aber klar, ich habe in der A-Jugend sind wir zu viert, zu fünft und dann saßen ein paar Leute mehr in dem Raum, das heißt, das war so ein kleines Abtasten. Dann habe ich den Mannschaftsrat kennengelernt, also einen erweiterten Mannschaftsrat und ihnen so ein bisschen erzählt, was ich vorhab, wie wir die Sache angehen möchten. Und schließlich, glaube ich, der aufregendste und schönste Moment gestern war für mich einfach auch, die Mannschaft kennenzulernen. Der beste Tagespunkt gestern war dann um 15.30 Uhr, als wir dann auf Platz 7 das machen konnten, wovon ich überzeugt bin, dass ich definitiv am besten von allen Sachen kann, ist mir gestern auch wieder bewusst geworden. Das heißt, auf dem Trainingsplatz zu stehen. Und es war ein unfassbar schönes Gefühl. Wir haben danach noch die Einheit analysiert. Wir haben über Dinge gesprochen, wie wir sie angehen wollen. Mannheim hat natürlich jetzt heute den größten Fokus. Gestern ging es voll um uns, was wir machen wollen, wie wir die Sache angehen möchten. Und dann bin ich relativ spät ins Bett gegangen und heute relativ früh wieder raus. Danke. Weiter geht's. Einmal Namen, Medium bitte nennen. Martin Morawitz von der Deutschen Presseagentur. Frau Wittmann, Sie haben gesagt, es war jetzt nicht die erholsamste Nacht, die Sie hatten. Hatten Sie denn, als Sie über dieses Angebot nachgedacht haben, die Überlegung, ja, vielleicht mache ich es auch nicht? Was waren so Ihre Gefühle? Also es war kein Angebot. Es war es könnte eventuell passieren, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass ich so ein bisschen vorbereitet wurde. Auf keinen Fall. Also ich hatte nie den Gedanken, es nicht zu machen. Ich habe hier, glaube ich, ein unfassbar tolles Umfeld mit Menschen, die mich schon seit, kaum zu glauben, aber fast 20 Jahren auffangen. Und ich wusste, dass ich vor allem mit Ivo, Didi, aber auch mit dem Staff und dass ich auch Fabi mit hochnehmen durfte, Menschen um mich, die mich halten werden, wenn ich sie brauchen werde. Und genauso bin ich auch, wie ich die Mannschaft kennengelernt habe, sehr überzeugt davon, dass sie mir zur Seite stehen werden. Und ja, also ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, das nicht zu tun. Sie haben auch von einem Abtasten gesprochen, als mehrere Männer oder mehrere Menschen dann im Raum saßen. Wie hat dieses Abtasten ausgesehen? Hat man auch mal geschaut, wie reagieren Sie auf gewisse Ansagen oder Fragen? Naja, das ähnelt sich auch sehr zu allen anderen Mannschaften. Wenn man Videoanalysen, Ansprachen vor der Mannschaft hält, dann guckt man natürlich so ein bisschen in die Augen, versucht dann den einen oder anderen auch direkt anzusprechen, wenn man merkt, da könnte vielleicht der Moment kommen, dass der Kopf sich zum Fenster dreht. Aber vor allem war es gestern, also ich hatte das Gefühl, dass die Jungs total neugierig waren auf das, was passiert, dass sie auch gespannt waren, was passieren würde. Und man hat es ja auch im Trainingsplatz dann auch gemerkt, also je länger die Trainingseinheit ging, desto gelöster wurde es. Darauf freue ich mich natürlich auch vor allem in den nächsten Tagen. Gibt es denn noch weitere Nachfragen? Ich glaube, das Funkhaus Ingolstadt war ein bisschen früher dran. Verena, darfst gerne weitermachen. In Lila, genau. Dankeschön. Sabrina, gestern kamen dann so diese ganzen Titel, erste Frau im Männerprofifußball als Cheftrainerin. Wie reagierst du da drauf? Was sagst du dazu? Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, einen Artikel selbst gelesen und ansonsten wurden mir zwar unzählige Screenshots geschickt, aber es war gestern überhaupt keine Priorität und ich hatte auch wenig Interesse daran, also klar, es ist ein unfassbar schöner Moment, also für alle, aber für mich ging es in erster Linie darum, dass die Aufgabe, die ich bekommen habe, für mich viel besonderer ist, als tatsächlich jetzt die erste Frau im Profifußball zu sein. Wie wird es denn jetzt weitergehen? 3 für 3 Spiele bist du praktisch gesetzt. Wie schaut es danach aus? Wäre da noch Option für mehr? Es gibt ja noch den Toto-Pokal, also eine Option ist auf jeden Fall noch da, ja. Und danach für die nächste Saison? Ich stelle mich jetzt auf die 4 Spiele ein, auf die ich mich unglaublich freue. Ich hätte es mir, glaube ich, nicht besser vorstellen und wünschen können, wenn es irgendwann mal so passiert, dass ich jetzt losgelöst von Aufstieg, Abstieg, wie auch immer, da reinschnuppern darf. Und danach habe ich überhaupt keine Priorität in meinem Kopf. Also ich freue mich jetzt einfach auf das, was kommt. Jetzt der Kollege von der Bild-Zeitung, bitte. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben viel zugeschickt bekommen. Wie viele Anrufe und Nachrichten kamen denn da im Verlauf des gestrigen Tages reingeflattert?
Also Anrufe zum Glück nicht so viele. Da bin ich auch allen, die mich kennen, sehr dankbar, weil es gestern einfach unmöglich gewesen wäre, irgendwie zu telefonieren. Aber ja, Nachrichten unzählige. Ich habe sie nicht gezählt, aber es wird dann vielleicht am Sonntag nach dem Spiel Priorität, das alles zu beantworten. T vom München, glaube ich, macht weiter. Nicht ganz. Luisa auch von Reuters. Hi Sabrina, nochmal Glückwunsch dir. Du warst Danke. Ja schon mal Interimstrainerin bei der U19. Jetzt wieder für eben, du hast es gerade selber schon gesagt, 4 Spiele. Was ist denn für dich so ein bisschen die Herausforderung, jetzt so am Saisonende nochmal reingeschmissen zu werden? Also damals war ich auch Interimstrainerin für die letzten 5 Spiele, glaube ich, war das damals. Der große Unterschied war natürlich, dass ich zu dem Zeitpunkt bereits Co-Trainerin in der Mannschaft war. Das war dann mehr oder weniger das zu Ende führen, was wir angefangen hatten. Und ja, jetzt ist die große Herausforderung natürlich, in eine komplett neue Mannschaft zu kommen, mit einem komplett neuen Staff. Dieses Kennenlernen, dieses Übermitteln innerhalb von 3 Tagen fürs Wochenende, ja, das ist schon ein großer Unterschied. Gut, dann mache ich noch die Spieltagsfrage. am Sonntag gegen Mannheim. Das erste Spiel jetzt für dich. Ganz generell erstmal, was erwartest du da für ein Spiel, wenn du das jetzt schon sagen kannst? Ja, also ich glaube, die Tabelle lässt es auch so ein bisschen sagen, dass Mannheim natürlich punkten muss, was ich eigentlich total schön finde, weil wir auf jeden Fall auf einen Gegner treffen, der uns alles abverlangen wird und das für uns auch der total gute erste Test wird, wie wir da dagegen halten. Wir werden versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bringen, soweit wir das auch schon können. Also wir werden auf jeden Fall sehr intensiv Fußball spielen wollen, auch mit dem Wissen, dass vielleicht auch ganz viel noch nicht so funktionieren wird. Wir werden versuchen, auch den Ball haben zu wollen. Wir wollen die erste Linie herausspielen. Wir wollen aber auch trotzdem ja auch sehr zielstrebig Fußball spielen, sehr emotional Fußball spielen. Und ja, es wird total spannend, gegen diese Herausforderung, diese Aufgabe Mannheim dann zu sehen, wie wir darauf reagieren. Weiter geht's. Frau Rüttner, können Sie ein bisschen beschreiben, wie Ihre Vorstellung vom idealen Fußball aussieht? Gibt es Vorbilder unter den Trainern, denen Sie nacheifern würden? Nein, Vorbilder, also so insbesondere Vorbilder mit Namen zu nennen, nein. Aber ich glaube schon, dass es mir total wichtig ist, wie ich eben schon gesagt habe, dass wir eine intensive Gangweise an den Tag legen. Ich glaube, dass die Basis für uns einfach die Defensive ist, dass wir früh Ball erobern wollen, dass wir sehr fleißig den Ball erobern wollen, aber immer mit der Intention, dass wir ihn auch haben wollen. Also auch vor allem erste und zweite Linie mutig überspielen, aber trotzdem immer das Wissen besitzen, dass wir Tore schießen wollen, also nicht in Schönheit sterben, nicht komplett auf Ballbesitz gehen, sondern relativ zielstrebig dorthin, wo die Tore dann auch für uns fallen sollen. Gottfried, machst du denn weiter? Ja, ich weiter. Hast du dich selber schon sehr stark mit der dritten Liga auch beschäftigt und jetzt mit Mannheim oder verlässt du dich da auch ein bisschen auf deinen Trainerstab? Also natürlich habe ich die dritte Liga verfolgt und mehr mitgefiebert als jetzt vielleicht der eine oder andere, weil ich natürlich das im unmittelbaren Umfeld daran beteiligt war. Aber gerade im Moment tut es mir natürlich unglaublich gut, in meinem Trainerteam viele, viele Jungs zu haben, die in den letzten Monaten sich mit den Gegnern beschäftigt haben. Und ich wär nicht sehr klug, wenn ich mich auf dieses Wissen und auch auf das Vertrauen, das die Jungs da haben, nicht verlassen würde. Vielleicht nochmal eine Frage zur Mannschaft. Wie die Mannschaft reagiert hat, als du dich vorgestellt hast und dass sie jetzt wussten, dass du Trainerin wirst? Also als ich mich vor allen vorgestellt habe, hat sich keiner gemeldet. Das hat auch bedeutet, dass keine Einwände hatte zu dem Moment, so habe ich es wahrgenommen. Und als ich mit dem Mannschaftsrat gesprochen habe, ja, ist es zum ersten kleinen Austausch gekommen. Mir war natürlich auch total wichtig, wir werden jetzt nicht in 3 Tagen alles verändern und die Sabrina Wittmann-Spur durchziehen, sondern mir war schon wichtig, auch Dinge, die gut laufen, beizubehalten, so ein bisschen reinzuhören, was die Jungs wollen, mich da auch anzupassen, was das Trainerteam gewohnt ist, weil es einfach was anderes ist, wenn sich jetzt 40 Leute umorientieren müssen, als wenn ich mich vielleicht bei 2, 3 Sachen anpassen muss. Das heißt, die Reaktion war gut, je länger und je mehr Zeit wir zusammen verbrachten, desto besser. Und das ist, glaube ich, das, worauf ich mich am allermeisten freue, die nächsten Tage, die Zusammenarbeit mit den Spielern, weil es natürlich für mich auch
total wertvoll ist. Ich werde auf Spieler treffen, die viele Trainer hatten, die viel Erfahrung haben, die in hohen Ligen gespielt haben. Also ich werde mir vor allem aus diesen vier Spielen viel ziehen, was ich für mich mitnehmen möchte, losgelöst von irgendeinem Wochenende. Wie hat denn Ihre U19 reagiert, dass Sie jetzt erstmal weg sind? Und weil Gottfried es auch angerissen hatte, wie sieht denn Ihre Vorstellung tatsächlich dann für die Zukunft aus? Ist es der Wunsch, unbedingt eine Männermannschaft zu trainieren oder ist es eine Frauenmannschaft oder sind es gleich? Die Jungs haben, als wir am Abend in die Videoanalyse der U19 spaziert sind, applaudiert. Ich habe von den Jungs ganz, ganz viele Nachrichten auch in der Früh schon bekommen, die sich natürlich unglaublich gefreut haben. Und also ich weiß natürlich auch, dass es wahrscheinlich in diesem Jahr, dass die Jungs auch einen unglaublich großen Beitrag dazu geleistet haben, dass es jetzt dazu gekommen ist. Und war durchwegs positiv, haben sich alle für mich gefreut. Und die zweite Frage war? Also ich habe, wie gesagt, in der Vergangenheit noch nie irgendwie große Zukunftspläne gehabt. Ist alles immer super gelaufen. Bis zu dem heutigen Zeitpunkt kann man wahrscheinlich dann jetzt auch sehr groß sagen. Aber natürlich fühle ich mich in meiner Fußball total wohl. Ich habe es mit den 18-, 19-Jährigen total geliebt, diesen intensiven Fußball zu spielen. Und ich möchte da jetzt auch erst gerne mal im Männerbereich, ich sage jetzt mal im Erwachsenen-Jugendbereich und im Männerbereich bleiben, ja. Wenn es keine weitere Frage gibt, dann würde ich mal noch ganz kurz eine nachschieben. Sabrina, weil es ja nicht Spieltags-PK ist, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie es ums Personal bestellt sein wird gegen Mannheim. Ja, sehr gerne. Also sicher ausfallen wird Leon Guevara und Dennis Zeidler. Und bei Ryan Malone, Marcel Kostli, Yannick Deichmann und Donald Nduka müssen wir jetzt einfach noch die zwei Einheiten abwarten. Die werden wahrscheinlich auch Teile mitmachen können, also der ein oder andere, aber das wird noch nicht ganz klar sein, ob sie fürs Wochenende dann eine Option sind. So, jetzt hat ihr noch mal ein bisschen Überlegungszeit. Vielleicht kommt da noch mal was. Eine Frage an Herrn Gilic, bitte. Was zeichnet denn Sabrina Wittmann aus oder warum haben Sie sich gesagt, sie ist es? Relativ einfach. Wir beim FCI wollen ja nicht nur Spieler fördern, die talentiert sind, sondern genauso auch Trainer, die eben das Potenzial mitbringen und sehr talentiert sind und sehr naheliegend, wenn jemand die Qualität hat, dass man dann eben in so einer Situation sagt, okay, wir trauen es eben Sabrina Wittmann zu und deswegen hat sie zu 100% unser Vertrauen. Und was zeigen Sie im Speziellen aus? Das ist, wenn ich jetzt ganz in die Tiefe gehe, einfach, sie ist so, wie sie ist, authentisch, sie lebt Fußball, sie liebt Fußball, ob es im taktischen Bereich ist, ob es eben bei Spielern mitzunehmen, Einzelgespräche, vor der Gruppe zu sprechen, also kann ich sehr viele Dinge sagen. Fakt ist einfach, dass es natürlich für sie auch eine große Chance ist, mal reinzuschnuppern, sich weiterzuentwickeln, Erfahrungen zu sammeln, um dann eben, sage ich mal, für sich selber zu sehen, wie es eben bei der ersten Mannschaft ist, um dann eben den nächsten Step dann auch machen zu können. Ich glaube, wenn ich das vorher richtig gesehen habe, hat Bernd König vom Kicker eine weitere Nachfrage gehabt, beziehungsweise die erste wäre sogar vom Kicker. Vielen Dank. Danke. Ich hätte eine Frage an Ivo, und zwar diese Niederlage an der Hafenstraße in Essen. Hat die den Stein ins Rollen gebracht, dass man gesagt hat, man möchte im Endspurt noch was verändern? Alleine die Niederlage in Essen, sage ich mal, war jetzt ja nicht, dass man jetzt sagt, ausschlaggebend, sondern wir machen ja immer eine Analyse, wir sitzen immer zusammen und das ganze Jahr 2024 war eben nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Alleine, wie sich die Mannschaft teilweise präsentiert hat, unabhängig von den Ergebnissen, das, was wir ja immer gesagt haben, wir wollen Talente entwickeln, wir wollen talentierte Trainer entwickeln. Und wenn sich eben Spieler weiterentwickeln nach dem Umbruch, dann entwickelt sich auch die Mannschaft weiter und dann kommen auch automatisch die Ergebnisse. Alleine die Auftritte, sage ich mal, in den letzten Monaten war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und natürlich muss man halt dann nach so einem Spiel wie in Essen mit so einem Auftritt, mit so einem Ergebnis
dann auch die Analyse weiter fortführen. Und wenn man dann eben für uns zum Entschluss gekommen ist, dass man sagt, okay, wir haben eben nicht mehr die Fantasie, dass man einen Turnaround hinbekommt, und dann muss man halt dann auch direkt die Entscheidung mitteilen. Die Planungen für die neue Saison laufen ja schon parallel im Hintergrund. Vielleicht da noch eine Frage. Ändert ihr da jetzt auch was von dem Kurs, den wo ihr vorgegeben habt? Oder bleibt man weiterhin punktuell den Kader zu verändern, dieser Linie treu? Ja, wir haben ja von vornherein gesagt, dass wir im letzten Sommer einen größeren Umbruch hatten. Wir sind von unserem Kader überzeugt. Sie hat ja in der Hinrunde auch gezeigt, was sie kann. In der Rückrunde eben, wenn ich erinnere, Heimspiel gegen Dresden zu Hause sehr, sehr gut gespielt, ob in Saarbrücken. Und von daher bleibt der Plan weiterhin bestehen, dass man eben punktuell im Sommer noch den einen oder anderen verpflichten wird. Danke. Bernd, jetzt darf sich einmal kurz umdrehen. Der Kollege jetzt, glaube ich, von TV München, TV Ingolstadt. Fast genau. Richtig. Auch eine Frage. Es ist jetzt eine Interimslösung. Bleibt es eine Interimslösung? Und wie schaut jetzt die Trainersuche aus vor dem ganzen Hintergrund? Also das, was ich im Fußball gelernt habe, ist, dass man niemals nie sagen sollte. Ja, also von daher, ich glaube, Gottfried hat ja die Frage gestern auch schon gestellt, was eben passiert, wenn man 3 Spiele gewinnt. Dann habe ich gesagt, dann trinke ich mit Sabrina ein Glas Wein. Wir unterhalten uns über Fußball, was wir sonst auch immer gemacht haben in der Vergangenheit. Und dann schaut man einfach weiter. Und natürlich gehört es zu meinen Aufgaben, den Trainermarkt zu sondieren, Gespräche zu führen. Das ist aber auch vollkommen normal und das weiß Sabrina genauso. Und das wird einfach den Weg gehen. Und von daher schauen wir mal, was passiert. Weitere Nachfragen? Dann glaube ich direkt nochmal zu Gottfried. Volkmann, Sie müssen ja oder müssten ja noch, ich glaube, die UEFA Pro-Lizenz ablegen. Wie sieht denn da so Ihr Fahrplan aus? Der Fahrplan ist relativ einfach. Es gibt eine Bewerbungsphase im August wahrscheinlich, da werde ich mich bewerben, hoffen, dass ich ins Assessment eingeladen werde und dann mein Bestes geben, um im nächsten Jahr dann Ende Januar, Februar dabei zu sein. Dann würde ich jetzt nochmal weitermachen. Wie bist du eigentlich auf dieses Medienecho jetzt vorbereitet worden oder überhaupt vorbereitet, oder lässt du dir das einfach auf dich zukommen? Ja, so in ganz kleinen Zügen ist es ja in den letzten Jahren schon ein bisschen auf mich zugekommen. Aber ansonsten habe ich ja eingangs schon gesagt, es ist jetzt nichts Gewohntes und ich schmeiße mich da jetzt einfach rein. Und eine Frage noch zum sportlichen Matchplan. Wie wirst du den erstellen? Du hast erzählt, du bist eine Teamplayerin, machst das auch im Trainerstab. Wirst du das beibehalten und wer wird dich jetzt in erster Linie mitberaten? Ja, also wir saßen gestern auch noch ewig lang zusammen, heute Morgen um 8 wieder getroffen. Es wird, also klar, ich habe meine Ideen, meine Vorstellungen. Gut ist, dass die Mannschaft natürlich auch schon relativ viele Dinge auch, also dass sich manche Dinge auch geähnelt hatten oder haben, sodass wir jetzt nicht alles komplett umschmeißen werden. Das ist auch auf die Zeit überhaupt nicht möglich. Aber ja, wir sitzen da zu 6 und überlegen uns, wie wir am Wochenende spielen werden. Sie haben ja schon beschrieben, dass es natürlich jetzt eine ganz spezielle Situation ist. Aber hat man jetzt im Moment schon ein bisschen den Kopf dafür, vielleicht zu realisieren, dass es eine Chance, die sich vielleicht nur einmal im Leben stellt? Oder vielleicht bekomme ich auch noch mehrere Chancen? Also ich weiß gar nicht, ob ich mir die Frage stellen würde, selbst wenn ich Zeit dazu hätte. Hat sich gestern, also klar, gestern ging es Schlag auf Schlag von einem Termin in den nächsten. Aber wie gesagt, es fühlt sich total gut an. Und im Hier und Jetzt ist es einfach die oberste Priorität, es mitzunehmen. Ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, ob es die einzige und letzte Chance in meinem Leben ist oder ob sich noch 40 andere ergeben. So wie es ist, so ist es. Und momentan fühlt sich es einfach richtig gut damit an. Weitere Nachfragen? Jawohl, Gottfried Sterner. Eine Frage hätte ich noch an Ivo. Habt ihr euch im Vorfeld eigentlich überlegt, was das für ein Echo jetzt auch hervorrufen wird für den Verein? Und wie ist das Echo bisher bei euch angekommen? Was habt ihr für Rückmeldungen auch bekommen? Ganz ehrlich, das, was ich ja auch gestern zu dir gesagt habe, wir haben uns da 0,0 Gedanken gemacht, weil wir einfach sagen, entweder hat jemand die Qualität oder hat sie nicht, und dann unabhängig vom Geschlecht. Und natürlich
ist es, wussten wir, dass es ein Echo geben wird, aber auch ein sehr positives. Und von daher, sage ich mal, haben wir diesen Gedanken nicht, dass wir da Unterschiede machen. Und das, was ich eingangs gesagt habe, wenn wir vom Spieler oder vom talentierten Spieler sprechen, dann ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir den unterstützen, weiterentwickeln. Und so sieht es bei Sabrina oder bei all unseren Trainern aus. Und zu Sabrina nochmal, du kennst ja viele Jungs, weil ja auch etliche durch deine Hände sozusagen gegangen sind im Nachwuchsbereich. Haben die so einen besonderen Stein im Brett jetzt in der Profimannschaft? Ich glaube nicht. Also das Schöne ist für mich jetzt natürlich auch, dass alle jetzt bei Null anfangen. Und zumindest war das Feedback gestern auch vom Trainerteam, dass sich alle so präsentiert haben. Ich fand das gestern, egal ob jetzt die Jungs, die ich hatte oder alle anderen, dass wirklich guter Zug im Training war. Und bin gespannt auf morgen und übermorgen. Aber am Ende des Tages werden wir uns für die Jungs entscheiden, die das bringen, was wir am Sonntag brauchen werden. Und ob das jetzt ein 06 ist, ein 03er, ein 01er oder ein 91er, das ist mir dann relativ egal. Ich sehe jetzt im Moment keine weiteren Nachfragen. Scheint auch dabei zu bleiben. Letzte Chance nochmal für euch. Kommen wir ein bisschen vor wie vom Jahrmarkt, aber ja. Dann soll es das für heute auch wirklich gewesen sein. Dann sehen wir uns allerspätestens am Sonntag um 19.30 Uhr gegen Waldhof Mannheim. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen verbleibenden Freitag. Macht's gut. Ciao, servus.